What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Calligraft 365. Wir haben heute Dienstag, den 2. Juli 2019 und Leute, ich weiß, ich habe es auch schon wieder vergessen. Gestern war doch schon wieder Montag und ich habe es einfach wieder vergessen, das Horoskop vorzulesen. Aber ich finde, Dienstag ist auch noch okay, denn wir lesen schließlich immer das Wochenhoroskop vor. Und ich finde, ja, Dienstag ist immer noch so ein bisschen so Anfang der Woche, so da weiß man noch nicht so richtig so, in welche Richtung das alles gehen soll. Deswegen lese ich mal kurz einmal vor das Wochenhoroskop für KW27. Wie gesagt, begann leider gestern, aber naja, gucken wir einfach mal, ne? Lieber Steinbock, magische Begegnungen bringen Ihnen neues Glück. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig ab Mittwoch, Venus, die Sonne. Oh, die Sonne ist für mich sehr wichtig. Okay, das ist interessant. Okay, hier steht ja ganz viele Himmelskörper. Diese Woche haben Sie die Sonne und ab Mittwoch Venus an Ihrer Seite. Was heißt denn... Also, ich meine, die Sonne, die scheint jetzt gerade für jeden. Was heißt das jetzt genau? Dieses Duo kann in ihrem Leben einiges erleichtern und verschönern. Die Beziehung zu anderen Menschen und zu ihrem Partner tun ihnen gut. Dann gibt es noch die magische Sonnenfinsternis, die sich in ihrem gegenüberliegenden Zeichen abspielt. Begegnungen, die jetzt stattfinden, haben eine besondere Bedeutung. Oh, das stimmt ja vielleicht sogar. Mein guter Rat, der Mond geht in Konjunktion mit der Sonne... Ist das ein richtiges Wort? Also ich meine, Konjunktion kennt ja jeder, aber ist das was mit Himmelskörpern zu tun hat? Ich weiß nicht. Und ist somit ein Neumond, Sonnenfinsternis, der in ihrem gegenüberliegenden Zeichen stattfindet. Sie profitieren von dieser magischen Energie sehr. Wenn Sie die Weichen in Ihrem Leben neu stellen möchten, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Es muss ja nicht gleich der komplette Umbruch sein. Kleine Details sind auch schon was. Und jetzt noch ganz kurz für Sie zum Nachdenken ein Zitat von Theodor Fontane, ein Autor, den ich sehr, sehr gerne mag. Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten. Und da würde ich Fontane absolut recht zu sprechen, denn genau das ist es. Er hat es erkannt. Ne, Theodor Fontane, wir sprechen heute über Theodor Fontane, jetzt ganz spontan, habe ich das erste Mal... einen Berührungspunkt gehabt zu Schulzeiten. Denn zu Schulzeiten mussten wir quasi zur Vorbereitung aufs Abi den Roman Effi Briest lesen. Was tatsächlich von der ganzen gesamten Literatur, die wir fürs Abi lernen mussten, das einzige Buch war, was ich wirklich gelesen habe. Also wir mussten, es waren so ein paar Sachen, die wir quasi durchgemacht haben. Ich habe kein einziges Buch davon gelesen. Außer tatsächlich Effi Briest, einfach weil mir die Geschichte von den ganzen Thematiken, die wir eben so behandelt haben, am besten gefallen hat. Das war, fand ich zumindest, die persönlichste Geschichte. Auch so die bodenständigste Geschichte. Da habe ich dann Theodor Fontane das erste Mal kennengelernt. Und dann irgendwann nach dem Abi habe ich dann Irrung Wirrung gelesen. Auch ein sehr schönes Buch ist, wo es im Grunde, es geht auch wieder um eine Liebesgeschichte zwischen Botho und Lene und ist lesenswert, also ist wirklich, also ich mag ja diese alte Literatur so eigentlich ganz gerne, so irgendwie, keine Ahnung, Mitte 19. Jahrhundert oder ich weiß gar nicht, wann Fontane seine Bücher rausgebracht haben, aber irgendwie so um den Dreh muss es wahrscheinlich gewesen sein. Und da sind zu der Zeit sind echt ein paar Perlen erschienen, die man sich auch echt gut so lesen kann. Und die vor allem interessanterweise, wie haben wir das jetzt unten gemacht? Moment. Die interessanterweise auch heute noch echt eine gewisse Relevanz haben. Also zum Beispiel habe ich irgendwann mal, ist es aber auch schon eine Weile her, habe ich Schuld und Sühne von Dostojewski gelesen. Und das ist halt so ein Trümmer. Ich keine Ahnung, wie viele Seiten das ist. Ich glaube, das sind ungefähr tatsächlich so um die 1000 Seiten. Und je länger oder je mehr Zeit vergeht, je mehr Abstand ich zu diesem Buch hatte, desto häufiger musste ich nochmal darüber nachdenken, was da eigentlich so passiert ist. Und ich fand das eigentlich echt, echt ziemlich schön. Und da waren ein paar wirklich traurige und herzergreifende Momente drin und echt so ein paar Figuren, an die man sich heute immer noch zurückerinnert. Und das ist eigentlich, eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie wir das da jetzt machen mit den... Das muss ja so... Achso, das muss drauf gehen, ne? Genau, das muss da drauf gehen. Das heißt, wir bräuchten jetzt da wieder... Ist halt die Frage, ne? Machen wir das jetzt hier wirklich mit diesen Steinziegeln oder machen wir es mit Holz? Es sieht halt so oder so kacke aus.
Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich überlege gerade, ob man das vielleicht noch irgendwie... Ha, ich würde es halt am liebsten irgendwie unsichtbar machen. Ey, ganz im Ernst, ich würde es einfach unsichtbar machen wollen. Aber es geht leider nicht. Man kann Redstone so schlecht unsichtbar machen. Aber gut, dann würde ich sagen, wir haben doch hier noch ein paar Steinziegel. Dann benutzen wir einfach den Krams. Und ja, bauen dann jetzt praktisch hier wieder hoch, ne? Das heißt, die müsste jetzt ausgehen. Genau, die müsste ausgehen, perfekt. Dann wäre das irgendwie so. Okay. Moment. Oh Gott, komme ich da jetzt gar nicht dran? Bin ich zu klein? Oh nein, ich bin zu klein! Ah nein! Okay, na, so ist doch gut. Okay, und dann müsste jetzt oben wahrscheinlich wieder unter dieser Platte... Das wäre dann wahrscheinlich jetzt irgendwie so... Oh, Moment. Irgendwie so hier. Hier ist es. Genau, da geht es dann wieder an. Perfekt. So. Und jetzt können wir das... Im Grunde, ja, machen wir es jetzt einfach wieder genau so, wie wir es unten gemacht haben. Das heißt, wir gehen jetzt wieder einen Block nach vorne. Es ist quasi immer so ein... Ne, immer so ein Hin- und Her-Gedeichsel. Und ich wundere mich gerade so ein bisschen. Also erstens wundere ich mich, dass es so einfach ist. Weil ich habe es mir echt, ehrlich gesagt, ein bisschen komplizierter vorgestellt. Aber es hält sich eigentlich wirklich in Grenzen. Und zweitens, dass wir dann doch mit dem Redstone ganz gut auskommen. Zumal wir auch gar keine Repeater... Wieso brauchen wir denn keine Repeater? Also irgendwas stimmt doch da nicht. Wieso brauchen wir keine Repeater? Was ist da los? Beziehungsweise, also wir brauchen auf jeden Fall Repeater, um die Lampen alle so ein bisschen zeitversetzt zu zünden. Weil das fände ich eigentlich schon ganz cool, wenn wir das irgendwie machen könnten. Sollen wir jetzt aufs Dach eigentlich auch noch was bauen? Auch noch so Lampen. Die sollen halt nicht so auffallen, ne? Die sollen halt so in der Ecke rumstehen und einfach so ein bisschen Licht. Wobei wir jetzt auch ehrlich gesagt keine Redstone-Lampen mehr dafür haben. Was natürlich auch ein bisschen doof ist. Aber wir haben noch ein paar Repeater und ich überlege gerade, wenn wir es einfach... ja, mit dem Schalter, genau, mit dem Schalter ist natürlich auch noch so eine Sache, ne? Da weiß ich auch noch nicht so recht, wie wir das da machen sollen. Aber grundsätzlich hätte ich Bock, hier einen Repeater reinzuballern. Auch ruhig mit einem großen Delay, meinetwegen. Ja, die gehen jetzt beide gleichzeitig an, aber ist okay. Und nach oben hin natürlich auch, ne? Aber ist halt die Frage, wie wir das da machen am besten. Moment, ich baue den, glaube ich, nochmal kurz hier ab. War das richtige Werkzeug? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Naja, also der... Legen wir den Schalter jetzt einfach mal... Achso. Ja, das war natürlich jetzt auch wieder super smart. Moment. Moment mal. Wir können den Schalter am liebsten, wären wir jetzt gerade tatsächlich erstmal, wenn wir den Schalter hier außen anlegen würden. Also, sprich so. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier funktioniert. Das funktioniert... Okay, das funktioniert für die Tür, aber das bringt uns herzlich wenig. Naja, gut. Es ist halt gerade so ein bisschen die Frage, was ist jetzt hier unsere... Ich guck mal einmal ganz kurz, wie viel Redstone wir haben. Die Frage ist gerade so ein bisschen, was ist die Agenda? Wo soll der Schalter hin? Soll der am Ende wirklich im Haus sein? Und da ist halt wirklich die Frage, okay, wie machen wir das? Und haben wir überhaupt genug Redstone dafür? Weil das ist ja schon eine relativ lange Leitung. Die könnte man theoretisch unter Wasser legen, ne? Wobei das mit dem Sand natürlich dann ein bisschen nervig wird, aber theoretisch würde das gehen, einfach um ein bisschen Redstone zu sparen. Aber wir müssten doch eigentlich auch noch... Okay, wir haben tatsächlich kein Redstone mehr. Naja, gut, okay. Dann würde ich fast... eher sagen, dass wir uns das Redstone sparen. Das sind 23 Redstone, ne? Würde man vielleicht damit hier zu dem Steg kommen? Moment. Ich schau mal kurz. Nur so ungefähr. Nur so Pi mal Daumen. Pass mal auf. Wir gehen jetzt in welche Richtung? Wir gehen in X-Richtung. Wir sind bei 244. Und wir müssen dahin. Ich befürchte, das wird nicht klappen. Es wird zu weit sein. Also es darf nicht weiter als 267 sein. Und selbst da wird es schwierig und es ist... Ach, es geht ja in die andere Richtung. Naja, okay.
dann reicht es ja trotzdem nicht. Dann reicht es ja tatsächlich gerade so nicht. Aber es, ja, es bleibt, es reicht am Ende nicht. Ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen Fusch am Bau hier. Tja, das ist natürlich jetzt mies. Können wir vielleicht drin noch irgendwo was einsparen an Redstone? Leute, wir haben schon wieder gar keine Zeit mehr. Fällt mir gerade schon wieder auf. Ey, meine Güte, die Zeit geht so schnell rum. Ja, wir könnten, also, das ist ja hier Quatsch, das ist hier Quatsch. Im Grunde ist, ja, wenn wir das hier starten wollen, Moment, ich guck mal einmal kurz, wo ist hier ein Skelett? Irgendwo ist ein Skelettmann. Das hier könnte theoretisch auch alles weg. Und theoretisch hätten wir auch noch ein paar Repeater, die würden ja auch noch ein bisschen was, das ist ein Tintenfisch im Wasser. Die würden ja auch noch ein bisschen was geben. Ist halt auch hier die Frage, ob hier eine Richtung vielleicht Sinn macht. Ja, jetzt haben wir 24. Naja, ich weiß ja nicht. Warum leuchtet der nicht? Achso, der leuchtet jetzt deswegen nicht. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so cool. Muss man jetzt auch überlegen. Ist alles kacke. Wie macht man das jetzt? Wie baut man den Bums jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie so. Nur dann wird es jetzt wahrscheinlich oben nicht funktionieren. Richtig, dann geht's so. Okay. Also so geht's dann aber auch, ne? So geht's. Nee, so geht's. So geht's, okay. Nein, Moment! Das stimmt ja auch nicht. Was habe ich jetzt gemacht? So geht's. Hä? Bin ich jetzt vollkommen Banana? Bin ich jetzt, also ich, irgendwas läuft jetzt gerade in meinem Gehirn sehr. Achso, Moment, die sind ja gar nicht symmetrisch, die Seiten. Ja, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. So wird es jetzt gehen. Was jetzt gefühlt noch viel, viel schlimmer ist, als wenn wir es einfach auf der anderen Seite lassen. Meine Güte, ist das kompliziert. Naja, gut, man könnte es eventuell so machen. Dass man die hier verbindet. Und jetzt hier bei denen. Ja. Wie macht man es jetzt bei denen, ne? Naja, Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kurzen Cut für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr auch mehr sehen wollt von CalicCraft 365, gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Hier ist alles schön auf jeden Fall am Leuchten. Ich freue mich ein bisschen. Wir nehmen den Fahrstuhl nach oben. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.